gut. Was? Vor allem, als er hier hingeht zur Pommesbude. Thank you.
Ja, neben mir steht André Pavlik, Trainer der SG Wattenscheid 09, die heute im Westfalenpokal bei Regionalliga Spitzenreiter Sportfreunde Lotte zwar eine 1:2 Niederlage hinnehmen musste, aber einen verdammt starken Auftritt hingelegt hat. André, was hast du mit deinen Jungs gemacht? Wie hast du die Jungs eingestellt, um so eine Leistung abzurufen? Ja, erstmal hat uns die Pause sicherlich ganz gut getan, dass wir wieder Kräfte tanken konnten, um auch läuferisch damit zu haben. Das hat man heute auch gesehen. Wir haben ein großartiges Spiel gemacht. Ich bin total zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Natürlich haben wir auch einiges an Großchancen überstehen müssen. Aber wenn man sieht, wie viele Großchancen wir uns im Gegenzug auch erspielen können gegen so eine Mannschaft, wie die unangefochten Spitzenreiter ist, ich sage ein großes Kompliment an alle. Die haben wirklich einen hervorragenden Job gemacht. Ich sage mal, wenn wir 2:1 in Führung gehen, mit der Chance von Buckmeier oder mit der Chance von Himmel, dann wird das hier für Lotte richtig, richtig schwer und ein großes Lob vom Gegner bekommen. Und das zeigt ja nur letztendlich, wie wir uns heute hier präsentiert haben. Definitiv. Wir sind sehr mutig aufgetreten, wahrscheinlich, weil es eben Pokalspiel ist, ja, und kein Ligaspiel. Ja, letztendlich haben wir ein bisschen umgestellt heute, haben versucht natürlich Lotte ein bisschen zu überraschen mit dem 4-4-2, anders als in dem Meisterschaftsspiel. Ich denke, das hat auch über weite Strecken richtig gut funktioniert. Und wir haben dann gesagt in der Halbzeit schon, wir riskieren ab der 65. alles, weil es ist ein Pokalspiel. Hier geht es ja nicht darum, nur ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir haben dann mit Trilic, Kambulut und Sarisol dreimal offensiv nachgelegt, um halt dann das zweite Tor zu erzielen. Und das wäre uns beinahe gelungen. Ja, machen wir einen Haken hinter den Pokal. Raus mit Applaus, kann man sagen. Am Sonntag geht es weiter in der Regionalliga bei den Sportfreunden aus Siegen. Wie viel Power gibt uns diese Leistung von heute? Wie viel Selbstvertrauen nehmen wir mit dem Siegerland? Nein, das sollte definitiv uns Selbstvertrauen geben. Also wenn man hier gegen, wie gesagt, eine absolute Spitzenmannschaft dermaßen auf gleichem Niveau spielen kann, dann kannst du überall was mitnehmen. Nur klar ist, du musst das jede Woche abrufen oder in jedem Spiel abrufen. Man kann sich darauf überhaupt nicht ausruhen, weil das geht weiter. Und wenn wir sagen, ja, mein Lotto war super, jetzt fahren wir mal nach Siegen. Da sind wir total auf dem falschen Dampfer, denn dann Selbstvertrauen ja, aber nicht Überheblichkeit. Okay, in dem Sinne, vielen Dank. Ich wünsche euch eine angenehme Rückfahrt durch die kalte Nacht zurück nach Wattenscheid und euch zu Hause an den Geräten. Ja. Viel Spaß, wir sehen uns am Sonntag. Danke. André. Danke.